Und damit herzlich willkommen zu Merida. Wie kann ich denn mich drehen? Wie kann ich denn überhaupt irgendwas? Ich kann nur links. Okay. Dann gehen wir mal und suchen die Mom. Okay. Ah, das haben wir schon rausgefunden. Ah, zum Springen. Sehr gut. Aber ich kann hier wirklich nur nach links scrollen. Okay, jetzt nach oben. Fällt Mom etwa diese Bäume da? Tja. Sonst können wir noch nichts machen. Immer schön geradeaus. Und dem Bär hinterher. Die verzauberte Mom. Lass das, Mom. Oh. Hätte ich wohl springen müssen, wa? Oder aber das war normal. Eine Prinzessin im Wald einem Bären hinterherjagen zu sehen, hättet ihr wahrscheinlich nicht erwartet. Aber das ist in Ordnung. Man sagt mir nur selten nach, dass ich mich wie eine richtige Prinzessin benehme. Ich bin Merida, die Tochter meines Vaters. Das ist er, Fergus, der Bärenkönig von Dunbroch. Er hat mir beigebracht, ein Pferd zu reiten, das Schwert zu schwingen und mit Pfeil und Bogen zu gehen. Aber über den Hof herrschen, das ist die Spezialität meiner Mutter, Königin Eleanor, die Diplomatin. Sie versucht ständig, mir beizubringen, wie man eine richtige Prinzessin wird. Sie versteht mich nicht. Sie versucht es nicht einmal. Ach, ich wünschte, sie wäre anders. Ja, und ich glaube, der Wunsch ist wohl in Erfüllung gegangen. Was haben wir denn hier? Eine Truhe. Eine großartige Waffe. Ja, ein Übungsschwert, ne? Das, ja. Also X schwingen wir das Schwert. Jawohl. Okay, was kann man denn hier mal kaputt machen? Ja. Ja. Noch mehr. Was haben wir hier noch? Da oben. Leng. Hallo, spring. Ja, und spring. Na, komm schon. Ich bin jetzt nicht sicher, ob der Ton schon korrekt ist. Ob vielleicht der Spielton noch zu laut ist. Das werde ich dann, wenn es so sein sollte, dann bei der zweiten Folge korrigieren. Oh, was haben wir denn hier? Halt. Einsammeln. Stell dich in der richtigen Reihenfolge auf die Druckplatten. Ja, und was ist hier? Die Steine sehen aus, als hätten sie eine Funktion. Vielleicht muss ich auf eine bestimmte Weise drauftreten. Aha, also das wird die 1 sein. Okay, das ist nicht die 2. Das ist die 2 und das ist die 3. Hallo, Truhe. Ein Bogen. Ein bombastischer Bogen. Ein Übungsbogen, jawohl. Der rechte... Aha. Also mit dem rechten Stick schieße ich einfach los. Und der scheint... recht gut selbst zu zielen. Nur mit dem Schwert kannst du Blumen abschneiden. Oha. Die geben mal Gold. Boah. Ist ja heftig. Komm hier, hier ist doch bestimmt noch mehr. Ach. Aha, das mit dem... Das ist ein bisschen komisch. Das mit dem rechten Stick. Ich würde mich halt gerne noch ein bisschen umschauen wollen, aber das scheint nicht zu gehen. Ja, noch eins höher. Blumen. Da, hier. Ja, Druckplatte. Komm her. Na, erstmal müssen wir hier noch ein bisschen einsammeln. Sehr gut.
So, bis jetzt kommen wir ja zurecht. Das wird sich aber bestimmt noch ändern. Weiter geht's. Ja, also das Scrolling macht er komplett alleine. Oh, da oben steht's ja. Ich kann nichts machen. Also, scrolltechnisch. Oh, ein Doppelsprung. Springe gegen eine Wand und drücke mehrmals A, um Wandsprünge zu machen. Ja, Halli-Malli. Ach, hier an der Wand geht's nicht. Nur an bestimmten Wänden. Springe gegen eine Wand und drücke mehrmals A. Hä? Ja, Freunde, das ist ja wieder... Ach so, seitlich. Okay. Oh, immer dieses Rumgespringen. Genau so ist es. Ich mach mal die Musik noch ein bisschen leiser. Komm ich jetzt hier raus? Ich mach mal die Musik. Hä, ich hab die doch vor uns leiser gemacht. Aber nicht übernommen. So, machen wir mal so. Ja, möchte ich. Okay, also. Ja, das kriegen wir hin. Dachte ich zumindest, ja. Da läuft sie. Ich kann sie nicht weiter verbeugen. Das ist alles die Schuld der Hexe. Mom hatte ihre eigenen Pläne für mein Leben. Sie interessierte sich nicht dafür, was ich wollte. Also lief ich davon und fand mich am Haus der Hexe wieder. War dieser Ort wirklich real? Oder war er nur da, weil ich es so wollte? Ich befahl der Hexe, mir einen Zauber zu geben. Verlangte es als zukünftige Königin von Danbroch. Ach, was war ich doch für einen Narren. Talisman, ich habe noch kein Talisman. Die Irrlichter. Na los, die Irrlichter. Diese Steine sind unglaublich. Ich frage mich, ob Dad sie je gesehen hat. Aber... Okay, hier scheint es lang zu gehen. Oh, was ist hier? Du hast meine Mutter in einen Bären verwandelt. Das ist alles deine Schuld. Meine Schuld. Meine Schuld? Och, aber wer bin ich denn, mich der zukünftigen Königin von Danbroch zu verweigern? Schon gut, aber du hast mich ausgetrickst. All dieser Zorn und dieses Misstrauen. Das ist es, was die Probleme in erster Linie verursacht hat. Du hast das verursacht. Nein, Kind. Diese Magie ist viel älter als der Zauber, der deine Mom verwandelt hat. Vor langer Zeit begann ein Bär durch diese Wälder zu streifen, der aus Eigensinn und Misstrauen geboren worden war. Mordu! Mordu? Ei, aber die Bestie lebt noch. Mordu wird von Wut und Selbstsucht am Leben gehalten. Er wandert noch immer durch den Wald. Seine verfluchte Seele verdirbt die Macht der alten Steine. Dieses Verderbnis ist aus den Steinen gesickert, hat den Wald verschmutzt und alle Arten an schrecklichen Lebewesen aus vergangenen Zeiten wieder auferstehen lassen. Harpyien, Alraunen und Geisterwölfe. Und es hat auch meine eigene Magie durcheinander gebracht und sie wurde unvorhersehbar. Deine Mutter ist jetzt von dieser Magie berührt worden. Mordus Macht kommt von genau den Wegsteinen, die er verdorben hat. Du musst die Kreaturen besiegen, um die Wegsteine zu reinigen und den Schmutz zu beseitigen. Ich?
Warum soll ich das machen? Weil du, dummes Mädchen, die beste Bogenschützin dieses Königreiches bist. Bist du doch, oder? Aber kann ich dir vertrauen? Ohne Vertrauen wird deine Mutter für immer gefangen bleiben. Möchtest du, dass sie wie Mordu endet? Natürlich nicht. Ich glaube, ich habe keine andere Wahl. Ach, ich hätte es fast vergessen. Nimm dieses Amulett. Du wirst es brauchen, um den ersten Wegstein zu reiten. Jetzt geh schnell! Während wir hier plaudern, hat sich der Schmutz bereits hierher bis in mein eigenes Zuhause ausgebreitet. Ja. Mir bei den Monstern helfen. Du hast den Erdtalisman gefunden. Der Erdtalisman verursacht zusätzlichen Schaden bei fliegenden Gegnern und Gegnern mit Wurzeln. Außerdem kann er Objekte wachsen lassen. Na gut. Erdtalisman. Was soll ich bloß machen? Ach, da unten links sind die Talismane. Okay, ich bin auch automatisch ausgerüstet. So, das. Ah. Okay, also rechter Trigger ist auch schießen. Okay, gehen wir mal weiter. Kann ich hier irgendwo drauf platzen? Passiert nicht. Alles ist jetzt so dunkel. Böse. Oh je, 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 je. Nimm mal lieber den Trigger anstelle des Sticks. Also wenn ich diese Lichtung wieder normal machen kann, dann sollte ich auch den Rest des Waldes wiederherstellen können. Und Mom, vielleicht hat die alte Hexe die Wahrheit gesprochen. Und das bedeutet, dass Mordu gerade hier war. Symbole über einem Level-Tor zeigen an, wie viele Gegenstände es in jedem Level gibt. Öffne ich neue Länder, die du erkunden kannst. Über einem Level-Tor. Du musst durch jedes Land reisen und alle Wegsteine reinigen, um den Schmutz zu beseitigen. Laufe durch den Nebel, bis du den Hain erreichst. Aber hier geht's jetzt gar nicht weiter. Ich muss da zwingend dadurch. Na gut. Dann gehen wir mal hindurch. Zum Hain. Was 0 von 1, 0 von 3? Was soll das bedeuten? Ich weiß es nicht. Wir gehen einfach durch. Wir können mit einem Hieb mehrere Ziele treffen. Ja, das ist gut. Mein Schwerthieb. Der Hain. Irgendwann kann man ja bestimmt mit dem Gold was anfangen. Oh. Wir schneiden mal die Blümchen ab. Hier ist auch noch eins. Ne. Das sieht mir nach einem... Vielleicht sollte ich bei denen ein Erdamulett einsetzen. Benutze dein Schwert X oder dein Bogen R bei Erdobjekten. Okay. Ja, wir müssen uns hier mal alles durchmetzeln hier. Ja, das mit dem rechten Stick ist diese Steuerung. Okay, da gehen wir dann mal hin, aber hier können wir bestimmt drauf erstmal. Was? Na, na. Ach, Doppelsprung, wa? Hehe. Aber da unten müssen wir dann auch noch lang. So eine Karte wäre auch cool. Da oben ist ein Schatz. Ein Schätzchen. Warum ich hier so viel Gold einsammeln kann? Ja. Gehen wir mal zum Schatz. Halt, hier. Ne. Na. Komm, du Truhe. Stück vom Wandteppich der Tapferkeit gefunden.
Die Gesundheit von Marita den Irrlichtern und König Elinor wurde erhöht. Und wo steht die Gesundheit? Ja, klasse. Sehen wir wieder mal nix. Weiter geht's. Mordu! Er muss wohl noch mächtiger sein, als die Hexe dachte. Wenn du Gegner besiegst, ohne selbst verletzt zu werden, versammelst du so die Irrlichter um dich. Durch die Irrlichter bekommst du die Chance, einen kritischen Treffer, einen Bonusschaden bei Gegnern zu landen. Ja, auf deinem Blitz erkennst du, dass du einen kritischen Treffer gelandet hast. An einem Blitz, ja. Okay, da ist wieder ein Erdobjekt. Ja, ich sehe es ja. Aber ich würde mich gerne mal ein bisschen drehen, aber das geht alles nicht. Ich kann hier leider nur da lang gehen. Oder das sehen, was das Spiel mich lässt. Aber da unten war ja auch noch ein Pfad. Ich will erstmal wissen, was der Pfad da unten hält. Hier ist noch eine Blume. Mal gucken, ob wir überhaupt zurückkommen. Hier ist zu, ne? Ja. Na, ich glaube, da unten war noch ein Pfad. Den wollen wir mal kurz... Also ist hier oben nichts. Wollen wir mal kurz versuchen, ob wir den Pfad... Was sind denn die? Ach, das sind nur Blumen. Den Pfad hier unten halt. Da ist noch was. Wenn da jetzt kein Pfad mehr war, du, aber dann gibt's aber mächtig. So, hier rechts müsste ein Pfad gewesen sein. Hallo, wo bist du, Pfad? Hä? Oder? Hier, ja. Ach, da war doch kein Pfad. Das sah nur so aus, sehr trügerisch, die ganze Sache. Na gut, wir haben's mal probiert, ne? Also dann, aber jetzt. Ich versuche immer wieder mit dem rechten Stick das irgendwie zu drehen, aber da schießt er nur. Also hinauf. Scheint alles sehr, sehr linear zu sein. Es ist still. Das verheißt nichts Gutes. Na? Gehen wir mal ein Stück zurück. Oh, da ist zu. Ja, komm, Jungs, macht euch. Ja. Ihr habt die längste Zeit hier für euer Unwesen gestiftet. Also, das sind kritische Treffer gewesen. Jetzt sieht der Stein wieder. Ein Laden, um etwas zu kaufen. Grüne Tränke geben wir Gesundheit. Das ist gut. Okay, ich habe Gesundheit voll, deswegen nützt mir der Trank wohl nichts. Mal gucken, was wir uns im Laden kaufen können. Na los, komm schon. Nimm alles mit, was du kriegen kannst. Laden besuchen, ja, machen wir gleich. Wir müssen erstmal hier noch ein bisschen... die Gegend erkunden. Ah, das mit der Steuerung. Na gut, ja, also Laden, her damit. Wie viel Gold haben wir? 1000? Laden, was ist für Verbesserungen? Ausweichen, Bodenramme, was, 700? Okay, was ist hier? Wandteppiche. Den Erdtalisman, okay. Halt, da können wir nochmal rein. Und oben Wandteppiche. Achso, da kann ich nichts kaufen, das kann ich mir nur angucken. Und Ausrüstung. Ja, Übungsschwert. Übungsbogen, Outfits. Oh Gott. Und wozu brauche ich das denn hier eigentlich? Und Verbesserungen?
Eine schnelle Bewegung, um gegnerische Angriffen auszuweichen. Drücke LT, um auszuführen. Na, dann kaufen wir das mal. Wie jetzt? Ach so. Besser geht es nicht mehr. Schön. Und was ist die Bodenramme 500? Okay, die kennen wir noch nicht. Also ausweichen mit LT. Drück. Ja, das will ich doch. Ah, okay. Na gut. Weiter geht's. Jungs? Oh nein, ihr kleinen Schlingel. Meine Brüder, Hamish, Hubert und Harris. Es gibt nichts im Königreich, was ihr nicht in die Finger bekommen könnt. Das gilt auch für einen verfluchten Kuchen. Nun gut, dieser Zauber passt zu euch besser als zu unserer armen Mutter. Vielleicht könnt ihr helfen. Benutze die Trillinge, um das Rätsel zu lösen und Merida zu helfen. Links ist bewegen, A ist springen und RB ist Trillinge wechseln. LB ist Überblick. Okay, das ist LB der Überblick. Ja. So, gehen wir mal da drauf. Zack. Gehen wir mal da drauf. Und der Typ hier. Ja. Wir hätten wohl... Naja, ich verstehe schon, aber... Wir kommen jetzt nicht mehr... Ah, vielleicht kann ich mit dem runter. Mal gucken, hier runter. Ne. Jetzt habe ich den da unten stehen und komme nicht mehr zurück. Ich muss doch hier irgendwie wieder hochkommen können. Großartig. Kann ich das nochmal beenden? Zurück zum Spiel beenden und zum Schreinkreis zurück. Nee. Und was ist das? Nix. Wie komme ich denn mit dem? Ich muss da hoch, aber wie. Mann. Wie komme ich denn hier wieder hoch? Vielleicht hier drüben? Ah. Also so. Na gut. So geht's. Und nur? Rätsel gelöst, würde ich sagen. Triple H. Gut gemacht, Jungs. Und jetzt bleibt in der Nähe und seid vorsichtig. Und schon sind sie wieder weg. Okay, da sind wir... da oben. Ist das links oben mein Leben vielleicht? Oder ist das... Ah, mit dem kann ich... Okay. Mit dem... Statuen von Fergus enthalten eine Menge an Geld. Also 500. Eine verblüffende Ähnlichkeit mit meinem geliebten alten Dad. Da kann man ja dann vielleicht doch noch was kaufen. Okay, Statue. Ach, da oben war das Rätsel, was die Kleinen gelöst haben. Ja, da ist viel Gold zu holen. Okay, dann kaufen wir gleich mal den... Pustekuchen ist das. Nichts mit kaufen hier. Die sind so zappelig. Das war doch nur ein winzig kleiner Buckel. Ich bin gestorben. Weil ich da den komischen... Das ist ja auch blöd. Sonst war überall alles abgesperrt und jetzt auf einmal... Oh, cool.
Alles, weiter geht's. Nee, das können wir nicht liegen lassen. Los. Hey, kommst du her? Kommst du her? Okay, weiter geht's. Ich wünschte, meine Mutter wäre anders, sodass ich mein Schicksal ändern könnte. Es war nur ein winziger Wunsch. Ich stellte bald fest, es gibt keine winzigen Wünsche. Weiter. Aber oben links diese... Das Grüne könnte vielleicht mein Leben sein. Auf geht's mit Gebrüll. Ja, alles nicht das Richtige. Das. Dann das. Natürlich nicht. Dann das. Und dann das. Da geht's also weiter, aber komm. Was ist denn das hier? Hm. Dir fehlt der richtige Schlüssel. Ja, der Schlüssel wird da drin in der Höhle sein. Ist ja wohl klar. Schlüssel eingesammelt. Und auf geht es in das Tor. In das Portal, Verzeihung. Ach so, das war nur ein... Ja, ein Tor. Was mich... Oh, Gold. Gold. Mindestlohn. Hey, hey, hey. Komm, komm, komm. Oh, der hat mich Leben gekostet. Also das Grüne scheint mein Leben zu sein. Ah, Ziele. Ich weiß genau, was du tust. Ja, das weiß sie. Aber ich brauche Gold. Das Ausweichen hätte ich hier mal probieren können. Boah, die weicht recht weit aus. Cool. Hinein mit dir. Sackgasse. Mom? Oh nein, dein Bein! Bitte, lass mich dir helfen. Ich kann eine Salbe machen, so wie Dad es mir beigebracht hat. Keine Sorge, Mom. In dieser Höhle wird es die Schafgarbe geben, deren Wurzel ich brauche. Es dauert nicht lange. Die Schafgarbe hat sie sich verletzt. Ach, bitte, Liebes, ich habe ein Tor für dich geöffnet, um deinem Bären Ich finde sicher die Schafgarbenwurzel, die ich auf dem Weg durch den Nebel brauche. Mich hier hoch? Nee, guck mal erstmal hier unten nochmal weiter. Hier komme ich nicht durch. Nee. Ist hier sonst noch irgendwo was? Nee. Bisschen Gold. Oh, das sieht aber hier sehr nach einer Arena aus. Verdammt, sieht das hier nach einer Arena aus. Oh, da ist noch was. Alles schön aufräumen. Das muss sein. Aber hier kommen bestimmt die übelsten Monster an. Alles so abgesperrt. Na gut, dann gehen wir mal in den Nebel. Und sind gespannt, was sie gegen uns auffahren werden. Was ist hier? Nix. Ja, die Irrlichter.
keine Ahnung, dass es in diesem Wald Sümpfe gibt. Diese Pflanze sieht gefährlich aus. Ich sollte ihr besser nicht zu nahe kommen. Ich glaube, hier kann ich schnell abstürzen. Wie ich das so sehe. Gut. Haha. Ich hab dich zuerst erwischt. Oh, dieser Baum muss riesig gewesen sein. Oh ja. Ja, so ist auch gut. Schieß nochmal unseren Weg ab, mal ein bisschen frei. Düster, düster, düster. Oh yeah. Da kommt sie an. Die Freunde. Des schnellen Todes. Oh gut, da habe ich scheinbar ein bisschen Leben bekommen. Aber immer noch nicht genug. Na? Hier geht's nicht weiter, nee. Da haben wir ein bisschen Münzen oben liegen lassen. Naja. Was soll's. Oh. Das war doch nur ein winzig kleiner Buckel. Ah. Dieses Gift hat mir Leben abgezogen, deswegen. Oh. Ja, dann schießen wir erstmal ein bisschen. Und da ist Leben. Ja. Okay, wir müssen ein bisschen aufpassen vor diesen. Nicht hier runterfallen. Ah. Oh, ich habe wieder viel Leben verloren, dadurch, dass ich da runtergefallen bin. Ah. Ich muss ein bisschen aufpassen hier. Was war das? Ach, das Seil. Ja, hier gibt es vielleicht ein bisschen Leben. Komm. Weg. Ah, es hat mich wieder... Ich brauche einen Trank, der mich gesund macht. Ich habe das viel gesehen, aber... Ein Stück vom Wandteppich des Kampfes haben wir gefunden. Die Dauer von Meridas mächtigem Angriff wurde verlängert. Hm, mächtiger Angriff. Was ist denn mein mächtiger Angriff? Okay. Machen wir hier rüber. Ich habe es gefunden. Mams Wunde sicher heilen. Auch Leben. Gibt mir Leben, Jungs. Ja, da ist Leben. Da ist auch wieder Leben. Zurückbringen. Ja. Und zwar schnell. Aber erstmal muss ich hier mal ein bisschen einsammeln. Und dann müssen wir auch schon leider die erste Folge von Meridia, die Legende der Highlands, beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge, wenn wir versuchen, die Mutter die Heilung zu bringen, der Mutter. Also Dankeschön und tschüss.